Das ist dreist. Das ist too much. Tim, Alter. Tim, Junge. Du hast mich verraten, Bro. Freunde, es ist der 23.12. 23.05 Uhr. Ich habe den Diss-Track von Gewitter im Kopf extra etwas früher bekommen, meine Freunde, damit ich mir den hier gemeinsam mit euch reinziehen darf. Das Video kommt jetzt doch erst, heute Morgen, also quasi jetzt, wo ihr es seht, um 12 Uhr, ein bisschen später. Eigentlich hatte ich vor, das heute Nacht schon hochzuladen, aber ich kann ja meine Mitarbeiter auch nicht zwingen, die ganze Nacht für mich zu arbeiten. Deshalb, meine Freunde, würde ich sagen, gönnen wir es jetzt gemeinsam in den Diss-Track rein. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Die Kopfhörer sitzen. Ich sehe schon den ersten Frame. Ich habe noch nichts davon gesehen. Ich weiß nur tatsächlich, dass laut Höransagen Vive und Arcani wohl eine Rolle spielen sollen. Alles andere wird sich jetzt zeigen. Und wir beginnen mit diesem Text. In diesem Video vorkommende Darstellung, Ausdrücke, Handlungen sind absichtlich überspitzt dargestellt, um dienen zu unterhalten. Sie spiegeln nicht das alltägliche Verhalten und Denkenweise der beiden Akteure wider. Kurzer restlicher Disclaimer. Das ist mir total egal. Anzeigen werde ich euch daraufhin. Trotzdem, fangen wir an. Let's go. Ich bin gespannt, was die Jungs gemacht haben. District gegen mich, Alter. Wilde Aufnahmen, Arcani, wir sehen das Bootshaus. Ja, das ist das Bootshaus, meine Freunde. Du gehst jeden Tag ins Studio. Ein krasser Körper wäre dann ja plausibel. Doch wieso ähnelt dein Körper dann einer Lauchzwiebel? Oh, okay, okay, okay. Vielleicht können ja Tim und ich mal kurz einen Bodycheck machen und uns nebeneinander stellen, oben ohne No Front. Ey, yo, Revi, bitte halt mal die Fresse. Denn dein Hund geht mit dir Gassi an der Stacheldrahtkette. Und eine Sache, die ich dich unbedingt noch fragen muss: Hast du deinen Hund mal gerettet aus einer Rattenzucht? Du wolltest ein Foto. Das ist dreist. Das ist too much. Du kannst nicht meinen Hund ins Video holen. Du kannst nicht gegen mich, okay. Aber du kannst nicht meinen Hund ins Video holen, Tim. Und ihn dann dissen. Das ist ehrenlos. Das ist ehrenlos. Warte ab, wenn ich eine Antwort mache, Alter. Und ich deine Mutter ins Video. Oh, ich kann ja deine Mutter nicht mit dem Hund vergleichen. Der Gamescom und das unbedingt. Dann dachte, du wärst ein Mitarbeiter vom Catering. Nicht zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Gisela will lieber mit der U-Bahn fahren. Das L in deinem Namen steht für Lauch. Revi, das ist Stimme. Alter, das L in deinem Namen steht für Lauch. Ich hab kein L in meinem Namen, Jungs. Mit dem Falkaner willst du dir was dazu verdienen? Die Revi-Gang besteht aus unserer Community. Hab ich mich gerade in der Zeile verhört? Sag, wieso disst du meine Haare? Wir haben den gleichen Friseur. True, das ist leider wahr. Hallo Revi! Hallo Revi! Ich meine jede Morddrohung ernst. Wenn ich töte dich, meine ich das auch ernst. Halt die Fresse, du Spaß. Ich werde dich kaputt machen. In seinem Content, bald auf unserem Content auch. Und du Arschkind. Starker Part von Jan. Von Tim bin ich wie immer absolut enttäuscht. Natürlich nicht. Böse gucken kann er ja, der Süße. Ist das etwa die Uhr von der Vive? Bei deinen pinken Ohren rolle ich mich lachend auf dem Flur. Du bist halb Mensch, halb Anime-Figur. Revi. Ach gut, die habe ich ja zum Glück abgelegt, ne? Vor der Kamera der Bad Boy, so wie gewohnt. Aber hintenrum bleibst du der süße Schwiegersohn. Wir wurden mit der Handycam bekannt, Revi. Zum schnellst wachsenden Kanal in diesem Land, Revi. Tim, Alter, Tim, Junge. Du bist ein kleiner Käseweiß, auf deinen 3 Millionen hängst du schon seit einer Ewigkeit. Sag mal, Schneider, Schere schneidet scharf und beton dabei doch mal so richtig SCH. Hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen oder wieso fährst du jeden Mietwagen immer gegen Beton, Revi? Das war einmal auf Madeira und ich war Vollkaskoversichert. Das war mir auch an der Stelle komplett egal. Versuchst dich jeden Tag bei TikTok zu verlieben. Die Schlagernummer ist hier leider wohl zu Kopf gestiegen. Ich hab doch gesagt, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst, Alter. Also wirklich, Jungs, der Track an sich, echt stabil. Bis die dir passiert ist. Jeder mag ihr Weib, doch keiner mag Rewe. Wir kommen bei dir vorbei und beenden dein Leben. Ah, für eine Line hat's dann doch gereicht, Lukas. Stark. Jeder mag ihr Weib und keiner mag Rewe. Rewe, wir kommen bei dir vorbei und beenden dein Leben. Ganz schwieriges Thema. Hallo Rewe. Du bist Prince. Ich meine auch jede Morddrohung ernst. Wenn ich sage, ich töte dich, meine ich das auch ernst. Halt die Fresse, du Spaß. Ich werde dich kaputt machen. In seinem Content, bald auf unserem Content auch. Du Arsch.
Arschkind. Starke Produktion auf jeden Fall. Also muss man ganz ehrlich sagen, muss man einfach sagen, nicht schlecht. Wer hat's gemacht? Film, also Musikvideo. Digga, jetzt kommt da nochmal Werbung hinten dran oder was? Ach, was für eine Sch***, Alter. Ja, Digga, komm. Also, Digga, auf dem Nikolaus seinen Schoß würde ich mich nicht draufsetzen, Alter. Da bohrt sich irgendwas in deinen Darm. Sehr, sehr starke Produktion, Mann. Wirklich sehr, sehr starke Produktion. Beatmäßig und alles drum und dran. Schmackhafte Kompression und sowas, Digga. Ich fühle mich schon wieder wie Turbo, Alter. Der Beat extrem geil. Diese Synthes gehen mir ein bisschen auf den Nerv. Finde ich aber von der Melodie trotzdem ja ganz geil. Tim, muss ich ganz ehrlich sagen, stimmlich wirklich sehr, sehr stark. Jan auch. Da war ja noch ein Dritter dabei. Der Part hat mir jetzt nicht so persönlich gut gefallen. Wir gehen da mal ganz kurz ein bisschen auf die Disses ein, nach und nach, okay? Also erstmal Props an die Jungs da, wirklich, muss man ehrlich sagen. Und ich wusste natürlich schon. Ich könnte jetzt hier im Video mit jedem Konter antworten und so, meine Freunde. Aber natürlich ganz klar, wenn hier jetzt nochmal ein paar Likes draufgeschallert werden. Ach, lass uns sagen, 50.000, dann werde ich nochmal antworten. Zu verwechseln mit diesem Supermarkt. Revi. Diese da will lieber mit der U-Bahn fahren. Revi. Das L in deinem Namen steht für Lauch. Revi, das sind Stimme ohne Autotunix Talk. Und das ist gemein. Das ist gemein, dass meine Stimme ohne Autotunix Talk. Das darfst du nicht sagen, Jan. Vor der Kamera der Bad Boy, so wie gewohnt. Aber hintenrum bleibst du der süße Schwiegersohn. Das ist ganz richtig. Ich spiele hier das absolute Bad Boy-Image und bin eigentlich ein sehr netter Typ. Das ist tatsächlich so. Ich habe noch nie einem Fan ins Gesicht geschlagen. Ich glaube nicht, dass die Jungs das auch schon mal gemacht haben, by the way. Wir wurden mit der Handycam bekannt, Revi. Zum schnellst wachsenden Kanal in diesem Land, Revi. Das kommt richtig tight. Das kommt so gut. Revi. Zum schnellst wachsenden Kanal in diesem Land, Revi. Das ist wirklich stark, Mann. Also Tim hat echt was drauf, muss ich sagen. Du bist ein kleiner Käse, weißt, auf deinen 3 Millionen hängst du schon seit einer Ewigkeit. Ist auch ein angebrachter Front tatsächlich. Jetzt darf man natürlich an der Stelle auch nicht vergessen, dass es halt in Deutschland nicht so viele Leute gibt, die meinen Müll-Content interessiert. Sag mal, Schneiders Schere schneidet scharf. Und Schneiders Schere schneidet scharf. Ja, da hättest du, also Schneiders Schere schneidet scharf, das ist jetzt für mich nicht. Also da hättest dann irgendwie frischer Fisch auf den Tisch. Das kann ich nicht. Die SCH-Endung, nicht der Anfang, Tim. Da ist die Recherche nicht so gut gewesen. Beton dabei doch mal so richtig SCH. Hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen? Oder wieso fährst du jeden Mietwagen immer gegen Beton? Also das war jetzt einmal, wie gesagt, auf Madeira und ihr wart dabei. Die Steigung war so, also. Suchst dich jeden Tag bei TikTok zu verlieben. Die Schlagernummer ist hier leider wohl zu Kopf gestiegen. Ja, jetzt, also bis dahin, bis 2 Minuten 10, absoluter Baba-Track. Jetzt geht's leider nur noch bergab. Die Schlagernummer ist hier leider zu Kopf gestiegen. Ja, Jause war ein großer Erfolg, was soll ich sagen, ne? Hallo, Revi. Aber starkes Ding. Ich meine auch hier in die Fresse, du Spaß. Ich merke dich kaputt. Du Arsch. Komm mal her. Willst du noch ganz kurz dazu was sagen? Komm mal hier. Schau mal. Da, du hast mich verraten, Bro. Man muss aber sagen, Maschallah, du siehst in dem Licht echt gut aus, Alter. Ja, Leute, starkes Ding auf jeden Fall. Ich würde sagen, da wird es auf jeden Fall noch eine Antwort geben. Ich muss schauen, ob ich es bis Ende des Jahres hinbekomme. Vielleicht eröffnen wir damit auch das nächste Jahr. Wer weiß, meine Freunde, ich meine, beschissener als 2020 kann dieser Diss-Track gegen die zwei Jungs ja nicht werden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, auch diese Reaction, lasst einen Daumen nach hoch da. Große Shoutout an Tim, Jan und natürlich auch Revive, Alter. Habt ihr sehr gut gemacht. Dicke Shoutout auch an eure Production. Video sehr wild geworden. Gefällt mir hier mit diesem VHS 9mm Look. Sehr, sehr cool. Wirklich ein sehr, sehr schönes Hochglanzvideo, müsste in 4K sein. Naja, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kuss geht raus an euch, Jungs. Und nehmt diesen ganzen Beef-Ding nicht zu ernst. Ihr wisst, wir sind alles Friends, wir sind alles Homie. Außer du. Verraten, Digga. Dafür gibt's heute Abend. Leute, ich bin raus an der Stelle. Macht's gut. Und ich küsse eure Augen. Auf Wiedersehen. Ciao.